Fußball 2000. Wir sind wieder da. Eintracht spielt gegen Mainz. Wir werden darüber reden, was das bedeutet. Wenn ihr Bock habt, Instagram. Wer kennt wen? Keine Ahnung. Fängt jetzt an. Mann! Ich hab mich voll rausgebracht. Fußball 2000, wir sind wieder da. Die Frankfurter Eintracht spielt nur 1:1 gegen Mainz. Und das bedeutet, wir müssen über all das sprechen. Und leider muss ich auch sagen, wir heben diese Distinktion, die wir in den letzten Wochen getroffen haben, heute auf. Was lief gut, was lief nicht gut? Euer Thema des Tages. Wir behandeln nur euer Thema des Tages, denn es ist in den Kommentaren deutlich gewesen. Diese Frustration, über die müssen wir sprechen, über das gesamte Spiel. Wir können es diesmal nicht trennen, es tut mir leid, Basti, denn was da gestern lief, über 80 Minuten, das muss man wirklich mal festhalten, es tut mir leid für all die Leute, die den Gemäßigten unter uns immer total toll finden. Es tut mir leid, heute überwiegt ein wenig die Frustration. 80 Minuten habe ich nichts gesehen, was darauf hindeuten könnte, dass die Eintracht irgendwie Interesse hat, in der Champions League zu spielen. Die letzten 10 Minuten, naja, Basti, da können wir drüber sprechen. Habe ich eigentlich gar keinen Bock, ehrlich gesagt. Was soll ich sagen? Jeder hat es gesehen. Die Eintracht hat meiner Meinung nach die Champions League verzockt. Und ich finde, einen Tag nach so einem Spiel, wenn es dann auch noch ein 1-1 gegen Mainz ist, wo du genau, was du gesagt hast, nicht unbedingt siehst, dass da von vielen Spielern die Situation erkannt wurde, kann man das auch einfach frustriert festhalten. Was soll ich jetzt machen? Ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt hier zu sagen, ja, es geht noch weiter. Nee, das sollen andere machen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich werde die Enttäuschung, dass das so ist, probieren irgendwie zu verarbeiten. Heute habe ich es noch nicht verarbeitet. Es ist maximal frustrierend, dass du mit einem 1-1 gegen eine Mainzer Mannschaft, und das will ich festhalten, die haben uns das hier angeboten. Die kamen hierher, die haben mit ihrer Körpersprache, mit jeder Faser gesagt, boah, wir sind eigentlich ziemlich platt. Bitte, bitte, macht nicht zu viel. Das Einzige, was wir machen können, ist einmal aufs Tor schießen. Mainz hat uns an dem Tag angeboten, nach dem Spiel zusammen sich die Hand zu geben und zu sagen, cool, dass ihr gewonnen habt. Wir sind eigentlich eh safe, weil Köln auch verloren hat. Also von daher. Was, du sprichst an, 74% Ballbesitz von der Frankfurter Eintracht, weit dominant, aber mit dieser gesamten Dominanz überhaupt nichts gemacht und über 80 Minuten kaum Torchancen kreiert. Phil, hast du überhaupt das Gefühl gehabt, dass da über weite Strecken auf ein Tor gespielt wurde, was die Eintracht erzielen wollte? Also ich habe nie irgendein richtiges Gefühl gehabt gestern bei diesem Spiel, ehrlich gesagt. Ich habe mich in so einen eigenen persönlichen Schutzmechanismus begeben nach einer Viertelstunde, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das sonst persönlich ein schwieriger Nachmittag für mich und für alle anderen wird. Fakt ist, dass diese Mannschaft genauso gespielt hat wie die letzten Wochen auch, nämlich nicht wie eine Mannschaft, die zwingend dringend in diese Champions League möchte. Woran das liegt, können wir jetzt gerne nochmal drüber reden, aber Ballbesitz bringt dir ja nichts, wenn du keine gefährlichen Aktionen damit kreierst. Das sind Statistiken dann am Ende des Tages halt auch völlig wurscht. Wir haben so oft drüber gesprochen, über Körpersprache, über Signale senden an den Gegner in solchen Spielen. Das war 85 Minuten lang halt überhaupt nicht da wieder. Das war frustrierend und mein Schutzmechanismus geht auch inzwischen so weit, dass ich mich jetzt mit Platz 5 abgefunden habe, weil ich glaube, dass da nicht mehr allzu viel geht. Und es wird Wochen bis Monate brauchen, bis ich das allerdings für mich auch in irgendeiner Weise positiv gedreht bekomme. Liebe Leute, schreibt ihr in die Kommentare, ob ihr euch mit Platz 5 abgefunden habt. Ich muss sagen, wir reden hier am Montag, wir zeichnen am Montag früh, viel zu früh für mich auf. Ich bin kaum aus dem Bett gekommen, es ist wirklich frustrierend. Und dann muss ich jetzt über dieses Spiel reden und dann kann ich noch nicht in aller Rationalität darüber sprechen, dass die Eintracht gerade die Champions League verbaselt hat. Denn es ist de facto so. Ich will noch mal ganz kurz festhalten, am 28. Spieltag hat die Eintracht 7 Punkte Abstand gehabt. 7 Punkte Abstand auf den BVB. Jetzt haben wir einen Punkt, liegen wir einen Punkt unter dem BVB. Das heißt, wir haben in kürzester Zeit 8 Punkte verloren. Ich will noch mal ganz kurz festhalten, was die andere Implikation da ist. Vor Gladbach hatten wir, jetzt muss ich nachgucken, weil ich habe es irgendwo aufgeschrieben, 1,89 Punkte pro Spiel. Nach Gladbach haben wir einen Punkt pro Spiel. Das heißt, und jetzt müssen wir auch ein bisschen darüber reden, was in dieser Zeit passiert ist, was vor Gladbach passiert ist, ist de facto nicht komplett wegzureden. Und es ist nicht wegzureden von, ja, wir haben vielleicht, und das finde ich übrigens auch ein Zitat von Hütter, was er gegeben hat in einem ARD-Interview, lieber Phil, ne, so war das, wo er gesagt hat, vielleicht hat die Mannschaft overperformed. Das können wir vielleicht jetzt auch mal ganz kurz reinhängen.
Wir sicherlich teilweise auch, weiß ich nicht, ob über unseren Verhältnissen gespielt, aber sicherlich einmal an der Obergrenze. Und da sieht man, lieber Stefan, das ist doch ein wenig absurd, was sich da alles tut. Ja, das ist absoluter Quatsch. Also vor allem, weil er ja vor ein paar Wochen erst gesagt hat, wir sind eine Spitzenmannschaft. So, und also der kausale Zusammenhang ist ja völlig, ist ja gar nicht von der Hand zu weisen. Ne? Also du hast, du spielst eine super Saison, alles läuft wie geschmiert, haust reihenweise irgendwie die großen Clubs weg und hast 7 Punkte Vorsprung. Und dann gibt es diesen Abgang von Hütter mit all seinen Nebengeräuschen, der ja wirklich auch, ich sag mal, menschlich schwierig war so, und seitdem hat er die Mannschaft verloren. Also seitdem passiert da gar nichts mehr. Es ist eine ganz andere Mannschaft, die auf dem Platz steht. Die Körpersprache steht nicht mehr. Alles, was die Eintracht ausgezeichnet hat vorher, die Zweikampfführung, die Intensität, ist alles weg. Ist alles komplett weg. So, und das jetzt seit 4 Spielen, von denen du 2 verloren hast und gestern fast das nächste auch verloren hast und ja auch irgendwie fast zu Recht verloren hättest, muss man ja auch sagen. Also spielerisch war da ja nicht so viel. Ja, also ja. Es gibt für mich ist ganz klar, was da passiert ist. Ja, aber du sprichst es an. Wir erinnern uns, als wir das live gemacht haben, Stefan, da warst du auch dabei. Und da haben wir uns alle versucht, in diesen Rausch zu reden, weil wir wollten natürlich dieses Ziel Champions League, über das wir in den letzten Wochen gesprochen haben. Und wir haben gesehen, okay, sie haben den doch noch den Dreier geholt. Ein ganz anderes Spiel gewesen, viel weniger Leichtigkeit dabei gewesen. Aber Basti, es fehlt halt auch die so ein bisschen die Person, die uns so ein bisschen die Leichtigkeit geschenkt hat mit Armin Younes, oder? Ja, das sind sehr, sehr viele Facetten, ehrlich gesagt. Armin Younes ist einer, wir haben es gemerkt, als er in der Hinrunde dazu kam, ist der Startschuss quasi gewesen, dass es so gut lief. Also wir haben die ganze Zeit unentschieden gespielt und hast so gefühlt, ah, guck mal, Armin Younes ist da. Da verändert sich das Eintracht-Spiel, das haben wir auch gesagt. Du hast im Leverkusen-Pokal gesehen, was passiert, wenn er rausgewechselt wurde. Natürlich war es dann irgendwann so, dass wir vorne für 3 Positionen 4 geile Leute hatten. Dann ist man wieder ein bisschen durchgewechselt. Ich habe aber nach dem Dortmund-Spiel das Gefühl gehabt, dass Younes jetzt komplett raus ist. Und meine Zweifel, dass das nur an der Verletzung liegt, werden immer, immer größer. Und ich kann darüber gar nicht sprechen, wenn ich mir vorstelle, dass das persönliche Gründe hat. Und dass in so einer Phase der Saison und in so einer historischen Chance für diesen Verein irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten eine Rolle spielen. Ja. Jetzt rede ich mich doch wieder auf. Ich will auch hier gar nichts sagen. Was mich auch abfuckt, ist dieses, dass ich jetzt das Gefühl habe, wenn wir hier zu sauer sind und zu enttäuscht, dass uns das um die Ohren fliegt, von wegen negativ und auch Rüberpokal, ja. Ihr wisst es nicht zu schätzen. Das ist der eigentliche Skandal, ich drehe es mal um. Der eigentliche Skandal ist, dass die Leute gestern nicht enttäuscht waren. Dass da grinsende Interviews gegeben werden. Wir haben es eben eingespielt. Das ist der Skandal. Nicht, dass wir hier enttäuscht sind. Die bringen so viele Unruhe rein. Deswegen können wir nicht spielen. Digga, wenn wegen einer halben Stunde Fußball 2000 am Montag so Fußball gespielt wird, das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen auch über den Verhältnissen. Ja, Digga, du Verhältnisse kannst du selber bestimmen. Was ist das hier? Sind wir hier ja. Naturgesetze? Verhältnisse hast du selber gemacht. Und ganz im Ernst, was mich so nervt, der denkt, der verlässt die Bundesliga nicht. Ich meine, Steuerberater, das Gladbach-Fan, die Freude, dass Adi Hütter dahin geht, die wird auch immer kleiner. Denkt der, dass das keiner mitkriegt, was er hier macht? Diese provokanten Interviews. Das ist diese Sache, dass der Rustic statt Younes bringt. Dieses Interview nach dem Gladbach-Spiel. Sorry, das ist pure Provokation. Wie gesagt, das kann sportlich so laufen. Ich habe das vor Wochen schon gesagt. Wir kennen alle solche Szenarien als Eintracht-Fan eher auch von unten. So. Und da ist man das vielleicht gewohnt, dass man da vielleicht, wenn man 7 Punkte Vorsprung hat, da passiert nichts mehr, weil die da unten alle Bratwürste sind. Oben ist es natürlich so, dass sowohl Dortmund als auch Leverkusen bei allem Stress, den die aktuell haben, immer in der Lage ist, mal 4 Spiele hintereinander zu gewinnen. So, ich habe vor Wochen gesagt, das ist kein Abschiedskampf. Die spielen genau. In Dortmund, die werden alle Spiele gewinnen und natürlich kannst du da rausrutschen. Darum geht's nicht. Es war klar, dass das ein Verein wie Eintracht Frankfurt passieren kann, dass sie aus der Champions League rausrutschen. Aber bitte provozier mich doch nicht noch. Aber es kommt auch aufs Wie drauf an, Phil, bitte, ja. Ja, vor allen Dingen, es geht halt seit Wochen so. Also die Nummer direkt nach der Verkündung, nach dem Gladbach-Spiel von unserem Übungsleiter, dessen Namen ich nicht mehr in den Mund nehmen werde in dieser Saison, das war schon krass. Und jetzt bist du irgendwie 4 Wochen weiter in dieser Gesamtsituation und diese Aussagen, diese Interviews werden aber immer schlimmer. Also nach dem Gladbach-Spiel hat er ja irgendwie gesagt, hier auch ganz schönes Stadion und ja, toll, nächstes Jahr ändern sich. Stimmt, das habe ich schon wieder verdrängt. Die Farben ändern sich, aber gut. Und jetzt eben gestern diese Nummer, die wir ja gerade auch schon wieder eingespielt haben. Es ist ein Stück weit bedrückend und ganz ehrlich, ich hätte Lust, wahnsinnig viel zu sagen, wahnsinnig aus der Haut zu fahren. Ich tue es aus 2 Gründen nicht. Vieles von dem, was ich gehört habe, was ich weiß, ich hätte unfassbare Lust, das jetzt hier rauszuholen. Noch aus 2 Gründen nicht. Zum einen, weil ich mir vorgenommen habe, bis zum Schluss
im Gegensatz zu unserem Übungsleiter mich professionell zu verhalten. Souverän und professionell. Das ist das, was anderen abhanden kommt bei den Protagonisten. Mir wird es nicht abhanden kommen. Und zweitens, trotz allem, Basti hat es gerade gesagt, trotz allem ist Eintracht Frankfurt einen Punkt hinter Platz 4. Und wenn das irgendwie in die Binsen geht in 2 Wochen, lasst uns irgendwie alles auf den Tisch hauen und so weiter und so fort. Heute ist noch alles möglich. Und ich möchte noch eine Sache zu der Younes-Sache, möchte ich nur eine Sache sagen. Ja? Es gibt Menschen, die sind mündig, die haben eine Meinung und die äußern das. Das ist nicht immer hilfreich im Leben, das haben wir alle schon irgendwann mal festgestellt. Manch einer im Eintracht-Kader stellt das auch gerade fest. Dann aber wünsche ich dem Übungsleiter richtig viel Spaß in Mönchengladbach mit Spielern wie Stindl, mit Spielern wie Kramer, mit Spielern wie Ginter. Dann viel Vergnügen, Kollege. So, und da will ich noch mal ganz kurz eins umdrehen, denn du bist ja schon fast in die Rationalität wieder übergegangen, lieber Phil. Das ist ja sehr, sehr löblich. Aber ich muss noch ganz kurz was herausdestillieren, denn am Ende des Tages ist es so, ich weiß ja, zählt, wie oft ich das am Ende des Tages sage, dass Younes einen ganz großen Qualitätssprung dieser Mannschaft am Ende gibt. Und selbst wenn er nicht über 90 Minuten fit ist, muss ich doch überlegen, wenn ich einen Spieler habe, unabhängig davon, ob er mein Lieblingsspieler ist oder nicht, dass ich ihn aufstelle. Denn es geht um den Verein und es geht um das Wohl des Vereins. Und das Wohl des Vereins würde sich maßgeblich besser ausrichten, wenn die Eintracht in die Champions League käme. Das heißt, ich habe einen potenziellen Gewinn dadurch, dass ich, egal ob ich diesen Spieler mag oder nicht, dass ich ihn aufstelle, weil er der Mannschaft hilft und weil er in der Mannschaft zudem ja auch ganz gut ankommt. Das heißt, es gibt ja keine Brüche innerhalb der Mannschaft. Das heißt, ich muss doch alles dafür tun, dass ich diesen Spieler aufstelle, um in die Champions League zu kommen, weil ansonsten ist es fast geschäftsschädigend, was ich hier betreibe. Ja, und Stefan, das finde ich schon schwierig. Es ist mehr als schwierig. Also das muss ich wirklich sagen. Jetzt gerade gegen Mainz, das war wirklich völlig klar, was da passiert im Spiel. Also wirklich ein Blinder mit Krückstock sieht das, was Mainz vorhat. Die stellen sich hinten rein und gucken, dass sie 1, 2, 3 Konter fahren. So. Das hast du ja gesehen, die standen nicht mal an der Mittellinie, sondern noch weiter hinten. Und das ist doch völlig klar, dass du da einen Spieler brauchst, der gegen so einen kompakten Gegner mal eine spielerische Lösung findet, mal eine Idee hat, mal einen Haken schlagen kann und so weiter. Das ist alles Kernkompetenz von Armin Younes. Das ist einer der wenigen Spieler. Und als er reinkam, hat er doch genau das schon gemacht. Ja, und das ist ja genau der Punkt. Er kommt rein und ist der beste Spieler. So, ne? Und er hat jetzt auch nicht gewirkt, als würde er da irgendwie einen Adduktorenbriss mit sich rumschleppen oder so. Also, und es ist mir wirklich, es grenzt an Sabotage, in so einem Spiel, in so einem wichtigen Spiel, gegen einen Gegner, wo du ganz genau weißt, dass sie ihr Heil auf jeden Fall in der Kompaktheit suchen. Kompaktheit. Dass du da den besten Spieler draußen lässt. Und dann vor allem kriegst du ja auf dem Silbertablett die Möglichkeit zu wechseln, weil Rode raus muss mit Adduktorenproblemen in der 30. Minute oder so, wo du schon mit 0-1 hinten liegst und du weißt, jetzt hast du noch eine Stunde, um dieses Spiel zu drehen. Und wen bringst du? Dann bringst du bei allem Respekt so, aber dann bringst du doch nicht den 20-Jährigen, der seit Monaten keine Rolle spielt, sondern dann bringst du deinen besten Mittelfeldspieler, der genau für das Spiel prädestiniert ist. Ich verstehe es absolut nicht. Wenn der Probleme hast, kannst du ihn in einer 80. immer wieder rausnehmen. So. Ich sage am besten nichts mehr, weil ich mich auch dann selber bei mich ärgere, dass ich mich dazu hinreißen lasse, weil ich damit selber auch die Probleme verschiebe, weil eine Sache muss man auch sagen, diese ganze Hütter-Mimimi-Sache als Ausrede zu nutzen, ist natürlich auch nicht okay. Die Mannschaft hat jetzt 2 Wochen Zeit gehabt und wenn das eine Rolle spielt, dieses ganze Rumgelaber, dies, das, Ananas, hast du trotzdem jetzt 2 Wochen Zeit gehabt, dich zumindest innerhalb der Mannschaft zu sagen, Leute, scheiß mal drauf, ob da jetzt Ernie und Bert an der Linie stehen, das Krümmelmonster, Grobi oder Tiffy. Grobi wäre mega gut, tatsächlich. So, Grobi hätte es geschafft und selbst Samson hätte gesagt, hallo, spielen wir früh. Ja, der Judas steht von Anfang an. Armin, rein mit. Versuch hinter die letzte Kette zu kommen. Und nein, und ganz im Ernst, es ist ja nicht so, dass man sagen kann, die Mannschaft kann das nicht mehr schaffen, weil der Adi Hütter noch da ist. Ich will, ganz im Ernst, ich bin persönlich auch wütend, es ist Montag nach dem Spiel, man möge uns das verzeihen, von Fans werden immer Emotionen verlangt und wenn die Eintracht die Champions League verzockt, wird es mir erlaubt sein, dass ich ein bisschen sauer bin. Ich hätte mir gewünscht, dass die Verantwortlichen auch mir zeigen, dass sie sauer sind und enttäuscht sind, weil sowas kann passieren, aber bitte nicht danach so tun, als wäre das alles easy peasy und blum, blum, blum. Darum geht's. Und trotzdem muss man die Mannschaft auch in die Verantwortung nehmen. Es wäre möglich gewesen, auch ohne Armin Younes in den letzten Wochen besser zu spielen, egal wie viel Heckmeck da ist, weil du kannst dann irgendwann sagen, Gladbach war scheiße, gegen Augsburg haben wir es hingekriegt, dann verlierst du gegen Leverkusen.
Aber jetzt haben wir 2 Wochen Zeit gehabt, um zumindest einen Spirit innerhalb dieser Mannschaft zu entwickeln, dass die anders auf den Platz gehen und nicht nach 5 Minuten schon 7 Fehlpässe gespielt haben. Aber genau das haben sie hinterher gesagt. Die haben gesagt, wir haben 2 Wochen jetzt uns hier, wir waren voller Ehrgeiz, wir wollten zeigen, bla, bla, bla. Und ich habe gehört so Sätze wie, wir haben ein ordentliches Spiel gemacht. Ja. Ja, Freunde, ganz ehrlich, also wenn du das als ordentliches Spiel bezeichnest, dann geh nicht mehr raus für die letzten 2 Spiele. Also das ist ja, du musst doch irgendwie mal echt einfach mal, wem willst du das denn erzählen? Ja, ja. Hast du Mainz zu Hause 3 Spieltage vor Schluss, wo es geht um die Champions League, die musst du weghauen, es tut mir leid. Da muss es von der ersten Minute an, muss es da knallen in den Zweikämpfen, ey, da musst du wirklich alles, was du hast, reinwerfen, das tut mir leid. Nach 30 Sekunden hatte Mainz die erste Chance durch diesen A-Jugendlichen, so, das tut mir leid, aber das so kannst du nicht aufs, also in so ein Spiel kannst du so nie reingehen, ey. Und wir ganz ehrlich, wir hatten doch auch gedacht, dass, ich weiß, natürlich, die Saison ist lang und dies, das, aber ich meine, die hatten jetzt wirklich Zeit, aber das kann doch wirklich keine Ausrede sein. Es ist doch jetzt gerade so, ich habe es ja vorhin schon illustriert, du warst zwischenzeitlich auf dem 28. Spieltag, hattest du alle Möglichkeiten, relax die Champions League zu erreichen. Du musstest nur auf dich achten. Du hast die Baba-Gegner geschlagen, du hast die Bayern geschlagen, du hast den BVB geschlagen. So, das sind alles Dinge, wo du gesagt hast, okay, wir haben sogar Wolfsburg geschlagen. Okay. Und jetzt kommt Mainz und wir kriegen es nicht geschissen. Da kommt das ultimativ schlechte Gladbach, die nur ein Spiel mal overperformen. Weil, overperformen. Ja, eine Mannschaft vielleicht overperformen. Liebe Leute, das ist übrigens auch eine Aussage, die kann ich vielleicht nach der Saison tätigen. Wir hören hier nochmal ganz kurz rein. Die Leute sollen reden, was sie wollen. Das ist mir wirklich, ganz ehrlich gesagt, auch egal. An mir liegt es nicht und an der Mannschaft liegt es auch nicht. Es ist einfach so, dass in der Bundesliga jedes Spiel schwer ist. Also, weiß ich nicht, ob mir das während der Saison sagt. Vielleicht sollte eine Mannschaft, die overperformt, vielleicht nach der Saison sagen. Ganz ehrlich, liebe Leute, da muss ich die letzten 3 Spiele nochmal Gas geben gegen Mainz. Ganz ehrlich, Mainz hat uns es relativ leicht gemacht. Sie haben alles so aussehen lassen, als wäre es keine Spielverschiebung. Aber die haben wirklich nicht so gespielt, als wäre das jetzt hier deren absolutes Lieblingsspiel, was die jetzt gewinnen müssen. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, natürlich Temperatur, dies, das, aber da musst du gegen Mainz, musst du, wenn du die Champions League im Visier hast, anders spielen. Da muss jeder anders spielen, das habt ihr vollkommen recht. Da ist natürlich auch innerhalb dieser Situation was nicht gut gelaufen, Basti. Ja, und ich finde ehrlich gesagt, dass es mich auch in den letzten Wochen immer mehr stört, dass diese Abwehrhaltung da ist. So, die sagen, okay, wenn wir jetzt hier sagen, wir sind traurig, dass wir nicht in die Champions League kommen, habe ich das Gefühl, dass der erste Impuls aus der Mannschaft heraus ist und auch vom Trainer heraus ist, zu sagen, ja, das ist ein euer Problem, weil ihr zu hohe Erwartungen habt. Und ich finde einfach, ich finde es krass, dass eine Mannschaft, die wirklich, wie du es gesagt hast, 7 Punkte Vorsprung, dann mit einem 1-1 zu Hause gegen Mainz verzockt, dass die nicht enttäuscht ist. Und das schockiert, es kann passieren, ich habe es die ganzen Wochen gesagt, dass hier ist kein Abschießkampf, ich sage es nochmal, wenn Dortmund plötzlich alle Spiele gewinnt, kann es natürlich sein, dass die so viele Punkte aufholen. Das haben wir immer gesagt, es geht schnell, zack, ein Spiel sind es nur noch 4 Punkte, zack, 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 haben wir jetzt gesehen. Was mir ein bisschen fehlt, ist, dass in den letzten Wochen schon dass immer alles relativiert wurde aus so einem Schutzmechanismus. Jeder will nur seinen eigenen Arsch retten, um zu sagen, okay, ich mache die Erwartungen selber klein, damit es nicht auf mich abfärbt. Nein, diese Mannschaft hat 8 Punkte verzockt, eine einmalige Chance verzockt, diesen Verein in die Champions League zu bringen. Natürlich gehört die Eintracht nicht in die Champions League. Natürlich sind die Mannschaften, die da in die Champions League kommen, besser. Das weiß ich doch. Wenn ich aber die Chance habe, dann will ich zumindest sehen, dass die Leute sich ärgern und wenn dann irgendeiner vom Platz fliegt und keine Ahnung, was da frustriert ist in der 88. Minute, weil er selber sauer über sich ist. Es ist doch nicht so, dass wir hier sitzen und sagen, also wie kann die Mannschaft in die Champions League kommen? Das ist eine absolute Frechheit mit dem Spielmaterial. Sagt kein Mensch. Ja. Wir hätten das nur gerne gesehen. Aber nicht mal am Ende so alles relativieren und da können wir Postkarten nach Mainz schicken. Was für eine Aussage auch. Aber was für eine Aussage. Also genau das will ich auch noch mal ganz kurz, nochmal mithalten. Das ist nämlich genau wichtig. Ich meine, natürlich ist die Mannschaft oder ist der Verein kein typischer Champions League Verein, aber es ist genauso, wie wenn ein Kind zweier Bauarbeiter, von einem Bauarbeiter oder von einer Verkäuferin, die Möglichkeit hat, man kriegt das Abitur 1,5 und will die ganze Zeit studieren, dann sagt es doch auch nicht, ach naja, nee, also ich habe das ja nicht gewohnt und meine Eltern haben auch nicht studiert, da studiere ich auch nicht. Ist doch scheißegal. Wenn du den Ehrgeiz hast, das trotzdem zu machen, dann mach das doch. Und du hast sogar das Abitur, dann mach das doch einfach, wenn dir das gegeben wird. Und das ist ja genau das Ding. Die Eintracht hat es auf dem Silbertablett serviert bekommen, beziehungsweise, und das muss ich sagen, sie haben sich in den Wochen davor ja selber erarbeitet. Herausragende Spiele. Die eigene Stärke der Mannschaft kann ich hier nur nochmal akzentuieren, wie geil die Fußball gespielt haben. Und plötzlich ist alles weggefallen.
Und nochmal, Marv, das eigentlich Schlimme kam dann ja gestern nochmal on top. Also klar bist du jetzt Fünfter und so, ne? Und hast einen Punkt Rückstand auf Dortmund, aber du spielst am nächsten Wochenende gegen Schalke und die Dortmunder müssen nach Mainz, 3 Tage nach dem Pokalfinale. Und trotzdem stellt sich dann der Übungsleiter gestern hinterher hin und sagt auch da im Interview kurz nach Abpfiff, und das ist dann wieder die nächste Ebene, das gibt's doch gar nicht, wenn der sagt, ja, und wenn wir am Ende eben Fünfter sind, dann machst du auch eine gute Saison. Das kommt ja dann auch noch mal drauf. Also, dass du da jetzt schon wieder vorbaust in dieser Situation, wo du ja trotzdem noch alles erreichen kannst. Das ist so, als wenn das Bauarbeiterkind während der Abi-Prüfung, wo du weißt, du hast die 15 Punkte schon im Sack, schön hier Pen-Drop und gehst raus und sagst, nee, Bau war doch super. Also, wofür brauche ich denn mein Abi jetzt? Es ist einfach, es ist entwürdigend auch gegenüber dem gesamten Umfeld, finde ich. Es ist einfach entwürdigend. Das ist wichtig. Diese Emotionen, die immer wieder gelobt werden, von denen die Eintracht auch lebt, die wurden, in dem Moment wurde sich über die lustig gemacht. Richtig, das ist so genau der Punkt. Zu erwarten, dass wir 10 Minuten nach dem Spiel schon sagen, ja, wenn wir Fünfter sind, ist doch auch gut. Natürlich werden wir das irgendwann sagen. Und natürlich hätten wir vor der Saison das unterschrieben. Und natürlich werden der Marvin und ich uns freuen, wenn wir hier unsere Reisen buchen, wenn wir denn da irgendwo hin dürfen. Natürlich werden wir uns freuen. Keiner wird sagen, die Europa League ist für die Eintracht nicht standesgemäß. Keiner wird das sagen. Trotzdem ist es möglich, dass man sich zumindest nach dem Spiel erstmal darüber ärgert und man nicht immer direkt alles relativiert bekommen muss. Weil ansonsten, ganz im Ernst, wenn das gewollt ist, dann setze ich mich ins Stadion, dann klatsche ich ein bisschen, dann gehe ich nach Hause und gucke mir mit dem Stefan irgendwo Tennis an, Alter. Ja, das ist also das muss man so sagen. Wir freuen uns alle in 2-3 Wochen, wenn dann die Auslosung kommt, sind wir alle wieder total hype. Aber es geht doch nur um den Moment. Und es geht darum, dass es hier was Einmaliges kreiert wurde. Und Stefan, das darf man auch nicht vernachlässigen. Die Eintracht. Ich glaube, so eine Chance kommt vielleicht wirklich nie wieder. Das ist seit 1992 die größte Chance, die du hattest. Das ist einfach so. Und die wird jetzt wirklich einfach völlig ohne Not aus der Hand gegeben. Und wer das nicht versteht, dass das ein emotionales Riesenthema ist für die Fans, der tut mir wirklich leid. Also das ist wirklich, das ist ja auch deswegen so bitter, dass ich meine, das ist nur die Champions League, nicht die Meisterschaft, aber der 4. Platz mittlerweile in der Liga ist wie die Meisterschaft. Und du hast vor allem jetzt während dieser Corona-Phase, wo alle finanziell krass verlieren, weil sich bei der Eintracht der Etat halbiert, hättest du darüber die Chance gehabt, durch so eine Qualifikation das finanzielle Niveau auf dem Level zu halten, dass es nachhaltig ist, dass du oben andocken kannst. So. Und das vergibst du jetzt. Kein Mensch weiß, wie nächstes Jahr die Saison läuft, ob die Spieler noch da sind, wie es dann finanziell aussieht und so weiter. Und dann, wenn es schlecht läuft, rutschst du wieder irgendwie in so eine Mittelfeldposition für ein paar Jahre und zack. Ja. Und das war jetzt, das ist und war die größte Chance in der Liga seit 1992. Die Pokal mal ausgeklammert so, aber seit 1992. Ja, wer da nicht versteht, dass das was das für eine große historische Chance war und B, wie unglaublich schmerzhaft das ist für die Leute im Umfeld und für die Fans, dem kann man nicht mehr helfen. Aber das ist, finde ich, auch wichtig, dass wir das nochmal sagen, weil guckt ihr ja an, das Umfeld gab momentan nicht ein Stadion, ne? Also, es funktioniert nicht, man sucht sich andere Wege, dann würden irgendwie 15.000 Postkarten, muss man sich auch erstmal geben, ja, wurden dann von allen, von unterschiedlichen Leuten dahin geschickt. Dann macht die Eintracht ja auch diese Aktion und zeigt das auch, dass es angekommen ist, was ja cool war. Aber dann musst du das auch verstehen, dass der Druck, der sich irgendwie aufbaut, auch bei vielen Fans, die dann hoffen, okay, vielleicht geht da noch was, alle zusammen dann irgendwie zu sehen, okay, vielleicht ist diese Champions League dann doch nur möglich, dann ist halt der Frust dann halt direkt danach, wenn ich so eine 80 Minuten blutleere Leistung halt zeige und du nicht weißt, warum Younes immer noch nicht spielt und dir das auch nicht vernünftig erklärt wird und dann irgendwie auch mit einer Lamoranz dann darüber gesprochen wird, dass es ja vielleicht gar nicht so schlimm ist, weil Europa League ist ja auch gut. Tut mir leid, das muss man, glaube ich, verstehen, wenn man dieses Umfeld ansonsten bepudelt, weil es ist ja im Endeffekt auch so, sie verdienen auch ordentlich Geld mit Merchandising dadurch, ne? Also das ist halt auch so das Ding, ne? Immerhin hast du diese enthusiastischen Fans, das hast du woanders halt nicht. Musst du mit arbeiten. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie bekommt man das Ruder noch rumgerissen und wie ist der Ausblick jetzt, Phil? Weil wir reden uns gerade in einen Schwall der Negativität, habe ich das Gefühl. Naja, ich habe es ja gerade schon mal angedeutet. Also ich meine, lass Dortmund erstmal, entweder die holen den Pokal gegen Leipzig und betrinken sich oder sie kriegen irgendwie auf den Sack und haben vielleicht irgendwie eine kleine mentale Delle, die sie damit davon tragen. Und da musst du hoffen, dass Mainz irgendwie gestern jetzt mal einen kleinen Downer hatte und dass die dann nochmal
so spielen, wie sie die Wochen davor gespielt haben. Die werden dann, sind ja quasi durch. Also die Chance ist nicht groß, aber es ist ein Punkt. Dortmund spielt in Mainz und gegen Leverkusen. Eintracht Frankfurt spielt auf Schalke und gegen den SC Freiburg. Das sind die Fakten. Du kannst das noch immer schaffen. Nee, Leute, nee. Geil, ja, wir können das noch schaffen. Und das ist ja lustigerweise, am Mittwoch reden wir wieder genauso in unseren Chatgruppen. Na gut, vielleicht ist ja doch noch was möglich. Jetzt ist der verletzt. Aber es ist halt so, die Frustration ist gerade groß. Nee, ich bin jetzt raus. Ich habe die ganzen Wochen letzten probiert. Ich war am Anfang der Einzige, der gesagt hat, ich will nicht über Hütter reden. Ich will darüber nicht reden. Es ist jetzt wichtiger als Eintracht. Alles mögliche. Hashtag wir bleiben. Wir haben das alles gemacht. Ich bin jetzt raus. Weil ich bin auch nicht so naiv zu glauben, dass Dortmund jetzt nochmal Spiele verliert. Vielleicht das Pokalfinale, klar. Aber gegen diese Mainzer Mannschaft, die jetzt auch gerettet sein wird nach diesen ganzen Konstellationen da unten, werden das nicht mehr drin haben, diese Dortmunder zu besiegen. Warum auch? Kann man ihnen gar nicht vorwerfen. Mainz, ganz im Ernst, Mainz, die waren sehr, sehr nett zu uns. Die haben uns wirklich hier das hingelegt und wir haben es nicht genutzt. Dortmund wird nicht verlieren, weil auch Leverkusen im Nachhinein war das Spiel gegen uns klar auch für die eine Ausnahme. Ebenso wie bei Gladbach übrigens. So, diese zwei Spiele haben sich auch schnell relativiert. Ob Gladbach und Leverkusen, was für einen Leistungsstand die haben. Dortmund wird kein Spiel mehr verlieren und Wolfsburg muss nur noch ein Spiel gewinnen, weil das Torverhältnis so viel, viel besser ist. Und warum soll ich mir jetzt unberechtigte Hoffnung machen, was ich jetzt mache? Ich fange jetzt mit dem Prozess an, dass ich in 3, 4, 5 Wochen auch so weit bin, dass ich sage, Euroleague ist geil. Und dann kommt irgendwann ein neuer Trainer, der zumindest mich anlügt und sagt, der hat richtig Bock auf Eintracht Frankfurt. Das glaube ich dann wieder 1, 2 Jahre. Und dann bin ich wieder in so einem guten Modus. Aber mir wird keiner verdenken können, wenn ich jetzt enttäuscht bin und jetzt abwarte und weiß nicht, gucken wir mal, was passiert. Ich habe auch noch jemanden, der uns Mut gemacht hat. Und das ist unser Methusalem, der 87-jährige Japaner namens Hakoto Masebe, der seine 900. Profisaison spielt und an 18 Weltmeisterschaften teilgenommen hat. Der hat gestern einen Satz gesagt, der alles aussagt über Fußball. Nämlich, im Fußball ist alles möglich. Das war schon immer so. Erinnert euch an die Vergangenheit. Was haben wir nicht schon alles gesehen, erlebt? Warum auch nicht dieses Mal? Basti, ich bin doch auch bei dir. Aber, aber das brauche ich ja auch jetzt nicht künstlich immer so kreieren. So im Fußball, wir haben alles erlebt. Dann muss die Eintracht halt wieder schwer machen. Das kann die Eintracht nicht anders. Haha, nee. Die Nummer ist gelaufen, ist okay. Also ich will euch alle mal sehen, in 2 Wochen, wenn die Eintracht mühsam 1-0 auf Schalke gewonnen hat und Dortmund in Mainz nur unentschieden gespielt hat, dann will ich oder uns alle mal sehen vor diesem letzten Spiel gegen Freiburg. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr euch wieder hochholt, wie ihr euch wieder motiviert für die nächsten Wochen. Ihr merkt, uns fällt es ein bisschen schwer, aber die Sonne scheint auf Stefans Gesicht, das ist ein Zeichen. Ja, guck mal hier. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Maurizio Gaudino, der Himmel weiß, wie sie das macht. Ja, liebe Freunde, großer Fußball an diesem Wochenende. 90 epische Minuten gegen Mainz 05 werden jetzt nochmal garniert zusätzlich. Denn wenn man schon mal im Flow ist, dann auch richtig. Die Eintracht hat gestern vorgelegt mit diesem fantastischen Heimspiel gegen Mainz 05. Aber es gab Spiele in der Vergangenheit, die waren sogar noch ein kleines bisschen besser. Fußball 2000 nimmt euch mit auf eine wunderbare emotionale Reise durch die schönsten, die tollsten Spiele der Eintracht-Geschichte. 2 Teile für euch. Lasst den Flow weitergleiten durch diese wunderbare Woche.